Ich habe meine Kühe gefunden. Pass auf, Lenny. Ich bin begeistert. Es ist schön, weil ich wollte wissen, wo sie stehen. Weil ich habe tatsächlich gesehen, ich meine, das geht vielleicht auch sehr schwer, die mit dem Bulldog zu transportieren, bei so vielen Tieren. Aber ich habe gesehen, wie die Tiere transportieren. Also ich habe ja schon gesehen, diesen Tieren geht es echt gut. Ne? Ich meine, wir haben jetzt Mai, aber trotzdem, ich meine, wenn die im Winter schlecht gehalten worden wären, würden die nicht so gut aussehen. Hey, Lady. Ja? Also ich finde wirklich, die sehen klasse aus. Und was ich gesehen habe, sind auch Kinder dabei gewesen und die haben einen Kottel gehalten und das war auf eine Rolle. Und dann haben die Kühe quasi in dieses Kottel reingetrieben, weil das wollten sie dann doch nicht. Sie wussten ja nicht, wo es hingeht, verstehe ich gut. Wenn man nicht weiß, wo es hingeht, dann ist man schon natürlich vorsichtig. Und dann wurden die hierher geführt. Also das sind vielleicht 500 Meter, also einen halben Kilometer weiter, sind sie hier auf der nächsten saftigen Weide, weil sie das andere einfach abgegrast haben. Und wieder ist es so, Lady, die tun mir nichts. Und wieder ist es so, dass die Butterblume nicht gefressen wird. Ja? Weil da gibt es ja wohl noch Diskussionen, ob man sie essen kann oder nicht. Ja, schön. Ich habe die Kühe wiedergefunden und ich wollte euch halt erzählen, wie die transportiert werden, weil ich das einfach toll fand. Und ja, schön. Tolle Tierhaltung, bin ich begeistert. Bis denne.